Das ist, glaube ich, das Beunruhigendste, was einem Menschen passieren kann. Der Tiefseetaucher Chris Lemons war in der Tiefsee unterwegs, um an einer Ölleitung zu arbeiten, als auf einmal seine Sicherheitsschnur und seine Sauerstoffversorgung riss. Das tat sie, weil das Schiff, an welches diese angemacht war, abgedriftet ist und sich das alles um eine Stahlstruktur gewickelt hat und dann gerissen ist. Chris wurde deshalb nach hinten in die Dunkelheit geschleudert und auch die Kommunikation mit seinen Kameraden riss ab. Die Ölleitung war ein wenig oberhalb und der Taucheranzug zog ihn in die Tiefe bis zum Meeresgrund. Er hatte einen Notfallsauerstofftank. Dieser reichte aber nur für 8 Minuten. In vollkommener Dunkelheit beschloss Chris, wieder zurück zur Ölleitung zu finden und begann instinktiv in eine Richtung zu gehen, bis seine Hände plötzlich Metall berührten. Er kletterte die Struktur hoch, bis er eine Plattform erreichte, aber er konnte immer noch nichts sehen. Zusätzlich wurde seine Luft knapp und er wurde schließlich ohnmächtig. Er wachte dann wieder auf, und zwar in der Taucherglocke. Ein Kollege von Chris hat mit einem Unterwasserroboter seine Location ausfindig gemacht und hat ihn dann in einer heroischen Aktion tatsächlich gerettet. Das ist eine Geschichte wie aus einem Film. Folgt mir für mehr Videos.